Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal und zum dritten Video der DJI Mini SE Reihe. Und hier würde ich euch gerne ja einfach mal erzählen, warum habe ich mir eigentlich die Mini SE gekauft und zum Beispiel nicht die Mini 2 oder Mini 1 und ja, für wen ich denke, für wen sich so eine Drohne hier am besten eignet. Wie immer geht's los nach dem Intro. Zunächst einmal so ein bisschen zum Hintergrund. Das ist nicht meine erste Drohne, die ich habe, sondern ich habe schon seit wirklich einigen Jahren, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau seit wann, die DJI Phantom 3 Standard. Und ja, habe die damals zu Weihnachten bekommen. Und da war das ganze Thema mit Drohnen und vor allem ja mit so Flugdrohnen, die auch Kameras haben und die sich über eine lange Distanz steuern können, war noch gar nicht so präsent, zumindest für mich nicht und auch noch nicht so aktuell, wie es das jetzt heute gerade ist. Da gab es auch zum Beispiel noch keine richtigen Drohnenversicherungen. Also jetzt gibt es ja im Internet einige Anbieter, die sowas anbieten. Ich musste damals bei meiner Versicherung extra nachfragen und die mussten das dann intern erst klären und ich habe dann am Ende eine Luftfahrthaftpflichtversicherung oder sowas abgeschlossen. Und heute hast du ja sogar die Drohne in den meisten Hausratversicherungen, zumindest die kleineren Drohnen, schon direkt mitversichert und brauchst gar nicht eine separate Versicherung dafür abschließen. Genau, also ich hatte wie gesagt schon die große Drohne und ja, das ist auch schon das Stichwort, die große Drohne. Also ich kann sie jetzt mal im Vergleich hier rausholen. Allein schon, wenn man sich hier den, ich weiß nicht, ob es ganz aufs Bild drauf passt, wahrscheinlich nicht, aber allein wenn man sich jetzt hier mal den Koffer anschaut, das ist jetzt kein Original-Zubehörteil, aber das ist so ungefähr das Maß, was man halt braucht, wenn man die Drohne transportieren möchte. Vor allem, wenn man sie sicher transportieren möchte. Ich zeige es einmal kurz. So, hier sitzt sie drin und das sagt halt schon alles aus. Wenn man so einen riesen Koffer mitnehmen muss, um mit der Drohne zu fliegen, dann denkt man sich halt meistens einfach so, ach komm, lasse ich sie lieber da. Ist es das jetzt wert? Nehme ich jetzt wirklich so einen riesen Koffer mit in Urlaub? Also wenn ich jetzt mit dem Flugzeug fliege, dann wahrscheinlich schon mal gar nicht. Und selbst wenn man irgendwie mit dem Auto wohin fährt, in ein Ferienhaus, überlegt man sich halt dreimal, ob man so einen dicken Koffer halt mitschleppt. Wenn wir halt uns im Vergleich die Umhängetasche aus dem Zubehörvideo angucken, ja, ich kriege jetzt beides nicht aufs Bild, aber allein die Tasche ist schon deutlich kleiner hier als die Drohne, wenn man das mal so zeigt. Und ja, ich habe mir halt gedacht, ich würde gerne wieder mit der Drohne fliegen. Bei der DJI Phantom 3 war es halt so, dass sie einfach ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, einfach nur im Schrank rumlag und ich sie halt nie mitgenommen habe aufgrund der Größe und ja des Transport- und Packmaßes. Dazu kommt natürlich auch noch, dass sie durch die Größe halt sehr auffällig und sehr laut in der Luft ist. Also ja, wenn man hiermit fliegt oder wer schon mal hiermit geflogen ist, der kann das bestätigen. Wenn die in der Luft ist, hört man es auf jeden Fall und das hört man auch sehr weit. Und ja, allein von der Größe her, wenn die erstmal in einer gewissen Höhe ist, sieht man die wahrscheinlich gar nicht mehr so gut. Bei der, die hat man wirklich auch noch in 200, 300, 400 Metern Höhe gesehen. Was noch erschwerend dazu kommt, sind ja die ganzen Vorschriften und Regulatorien, die jetzt um die Drohnen alle geschaffen wurden. Und ich habe jetzt das genaue Gewicht nicht im Kopf, aber ich meine, es war ungefähr 1 Kilo bei der Drohne oder 1,2 Kilo, die die Drohne jetzt auf die Waage bringt. Und das im Vergleich jetzt hier zur kleinen Mini SE mit ihren 249 Gramm, die ja quasi in die Mikrodrohnenkategorie fällt und damit halt auch nicht so reguliert ist
wie jetzt zum Beispiel die große Drohne hier. Dadurch haben wir quasi kleine Sonderregelungen, die wir mit größeren und schwereren Drohnen wie der Phantom 3 Standard zum Beispiel nicht haben. Das ist die Regelung für FPV-Drohnen, worunter jetzt die DJI Mini SE gezählt wird, obwohl sie ja eigentlich keine klassische FPV-Drohne ist. Aber laut dieser Regel dürfen wir auch fliegen, ohne die Drohne in Sichtweite zu haben, wenn wir eine Höhe von 30 Metern nicht überschreiten. Gut, ist halt die Frage, wie weit man kommt, wenn man nicht höher als 30 Meter fliegt, weil ja, grundsätzlich ist es ja so, umso höher man fliegt, umso besser ist das Signal von der Kamera. Aber das werden wir dann alles im Reichweiten- und Flugtest uns dann auch nochmal genauer anschauen. Ja, was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, ist der Preis. Und der war oder ist, denke ich mal, immer noch bei 299 Euro für die Drohne und Fernbedienung und einem Akku dabei. Und wenn man sich jetzt die Flugdaten oder die technischen Daten von der Drohne einmal anschaut und mit der Drohne, die ich jetzt habe, hier vergleicht, dann sieht man, dass es eigentlich fast genau identisch. Also die Phantom 3 Standard konnte auch bis 2,7K aufnehmen, kann die Drohne auch. Flugzeit halbe Stunde ist auch bei beiden gleich. Und dafür habe ich halt quasi eine neuere Technik drin. Also die Phantom 3, die hat halt wie gesagt einfach nur den GPS-Sensor gehabt und einen Sensor, der jetzt quasi Richtung Boden zeigt. Den hat jetzt die Mini SE drin. Und ja, für 299 Euro habe ich mir gedacht, komm, selbst wenn du sie dann wirklich nur 1, 2, 3, 4, 5 Mal im Jahr vielleicht fliegst, irgendwie wenn man jetzt unterwegs ist oder im Urlaub, dann ist es wenigstens nicht zu schade gewesen. Aber ich wollte mir jetzt nicht die Mini 2 kaufen, die ja, ich weiß gar nicht, 450, ja, um die 450 Euro meine ich, kostet. Klar, da haben wir dann mehr Reichweite, wir können in 4K aufnehmen, aber da auch nur in 30 FPS, was ich immer ein bisschen schade finde. Also ich fliege dann lieber in Full HD und habe 60 FPS. Und ja, natürlich hat die Mini 2 das OcuSync verbaut und die neue Übertragungstechnik und soll ja auch mehr Reichweite dadurch haben. Das fand ich jetzt aber kein Manko bei der Mini SE, weil, wie man ja in den zahlreichen Reichweitenvideos von zum Beispiel drohnen.de gesehen hat, wo die DJI Mini, wo ja quasi die Mini SE drauf basiert zum größten Teil, ich meine knapp 3000 Meter geschafft hat unter Optimalbedingungen. Da braucht man, glaube ich, jetzt nicht unbedingt das Geld mehr ausgeben, um sich die Mini 2 jetzt zu holen. Vor allem nicht zu dem Zeitpunkt jetzt, wenn quasi jetzt die Mini 3 auch schon in den Startlöchern steht und noch keiner weiß, was die eigentlich kann. Deswegen, ich werde es jetzt mal schauen, ob ich die Drohne öfter nutzen werde jetzt durch das kleine Packmaß. Werde es in den einen oder anderen Urlaub auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn ich merke, ach, jetzt fliege ich viel öfter und es macht mir viel mehr Spaß, dann besteht natürlich immer noch die Option zur Mini 3, die es dann vielleicht schon gibt, oder sogar zu einer anderen Drohne noch zu wechseln. Ja, ich hoffe, das konnte so ein bisschen erklären, warum ich mich dann doch für die Drohne entschieden habe. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.